Alola, liebe Pokémon-Freunde und willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Mond. Wir sind hier immer noch am Avenue Royale, kurz vorm Dom Royale, wo dann das Battle Royale stattfindet. Und da müsste noch irgendwo so ein Schnäppchenparadies sein, habe ich gehört. Und da gehen wir dieses Mal hin, denn letzten Part haben wir so gut wie nichts gemacht, da waren wir null produktiv. Und heute werden wir das ändern. So, da war auch nichts, oder? Ne. Was kann man da schönes lesen? Tipps für Trainer. Willst du den Entwickler eines Pokémon stoppen, musst du den B-Knopf drücken, während es sich entwickelt. Der Pokémon entwickelt sich dann nicht weiter. Dies nennt man einen Entwicklungs-Halt-Stopp. Jupp, das weiß ich. Ist auch manchmal von Vorteil, dass sich dann einige Pokémon bei den niedrigeren Stufen dann eher neue Techniken erlernen. Und da kann man dann zumindest bei, wenn man das dann entwickelt, dann hat man dann ein entwickeltes Pokémon, was dann bestimmte Techniken ein paar Level schon vorher hat, was manchmal ganz praktisch sein kann. So, da ist aber auch nichts, ne? Mit dir habe ich schon gequatscht, du bist einer der... Da gibt es halt irgendwas, was ist da los? Rosa Nektar. Alles klar. Kann ich mir noch Fotos machen? Ne. Da ist noch irgendwas. Rosa Nektar Number 2. Ja, da konnte ich ja da ein schönes Meta fotografieren. Geht immer noch. Wo ich schon 6000 Likes habe. Also will ich nicht angeben, aber ich bin schon ein bisschen Fame. Zumindest hier. Gut, dann gucken wir mal, was da los ist. Gladio, sagst du hier? Ach ja, der Dom Royal. Wer nicht mehr kennt, das war der ganz niedere von Team Skull. Genau, ich will immer Team Krall sagen, das sind aber die von Pokémon Colosseum. Die von Team Skull, genau der unterste, das ist sogar noch unter Rüpel A und B sind, die beiden Loser. Aber der hat im letzten Mal das Pokémon Typ 0 und das war doch verdammt stark. Also ich denke, der wird uns noch irgendwann ziemlich krass gefährlich werden. Wann immer ich meine Sorgen vergessen will, lande ich hier. Komm, du Null. Etwas Schuss und unsere Einsamkeit. Stürzen wir uns ins Getümmel. Hui, was sagst du da? Kämpfen wir gegen dich? Na, das haben wir schon mal gemacht. Ich kann es kaum erwarten, dem Domreal endlich von innen zu sehen. Alles klar, machen wir mal. Mai, oh mai. Alles klar. Er redet mal wieder bayerisch. Mai, oh mai. Was haben wir hier noch? Ein kleines Kind, das ziemlich nörgelt. Erstmal umgucken. Ui. Dich will ich unbedingt haben. Hypno, Hypno. Ich habe ein schönes Dramato. Und ich liebe ja die First Shine Psycho Pokémon. Was geht denn da noch weiter? Huch. Vogelperspektive einfach. Da ist noch ein Boot-Toggle und kann ich hier schon weiter? Kann ich sogar. Ach, Route 7. Aha, aha, aha. Na, wir werden jetzt mal noch ein bisschen umgucken. Alles zu seiner Zeit. Was ist mit dir los? Der Z-Ring und dein linken Arm ist schon ein ganz besonderes Item. Und nur besondere Menschen dürfen ihn tragen. Respekt. Ja, ich bin halt der Beste. Was machst du mit deinem Boot-Toggle? Toggle! Chill mal. Man kann sich den QR-Code aller gefangenen Pokémon im Pokédex ansehen. Beeindruckend. Wie weiß ich schon? Ach ja, genau, stimmt. Apropos QR-Code. Das geht ja hier auch bei QR-Code-Scanner. Und da habe ich gehört, da kann man jeden QR-Code einscannen, den es gibt. Also auch theoretisch meine Yokai-Medaillen kann ich da einscannen. Und ich gebe noch jeden anderen QR-Code, also praktisch blöd gesagt von jeder Chips-Tüte oder sonst was, kann ich jetzt einscannen. Davon bekomme ich dann irgendwelche QR-Code-Punkte. Und wenn ich dann 100 Punkte habe, dann kann ich den Inselsucher aktivieren. Und dann kann ich auf der Insel, je nachdem auf welcher Insel ich bin, ein seltenes Pokémon suchen, das nicht im Pokédex angezeigt wird. Irgendwie so ganz, ganz selten, ne? Das klingt schon mega krass, aber das machen wir auch ein anderes Mal. Genau, im Platz ist auch noch ein bisschen was los, aber... Nee. Da waren wir schon im letzten Part. So, du warst da, du warst da.
Ah, das war das Shopping-Paradies, der Pokéball im Einkaufswagen. Hui! Willkommen im Shopping-Paradies. Hier explodieren die Rabatte. Hier, mit diesen Coupons bekommst du sagenhafte Rabatte auf unsere Ladenpreise. Mega! Du schnappst dir überglücklich die Coupons. Bitte zeig die Coupons dem Personal an der Kasse, wenn du etwas einkaufst. Alles klar. Wir haben keine Mühen gescheut, um dir das einzigartige Sparangebot zu ermöglichen. Also solltest du auch keine Mühe scheuen, um unseren Laden mit deinem Geld zu unterstützen. Chill mal. Recht coole Musik. Geile Shopping-Mocke. Was gibt's hier? Pfeffriger Fleckmann-Rutensalat. 310 Poké-Dollar je 100 Gramm. Fleckmann-Ruten-Quiche. Ja, das kenne ich sogar. Quiche, das schreibt man echt so ganz komisch. Fleckmann-Ruten-Sandwich. 100er Pack zu 1100. Also liebe Sandwiches, aber 100 Sandwiches, die werden ja alle schlecht. Und da ist ein kleines Driftlon. Driftlonlbo. Das ist das Driftlon, den du vor der sexy Häufen hast. Echt? Krass. Und wie kommt er für Limonade? Das ist ja cool. Mein Driftlon ist total stark. Weißt du, es macht ihm gar nichts aus, ein bisschen abzudriften. Cool. Das ist das Driftlon. Krass. Oh mein Gott, die Werbung. Oh mein Gott. Das ist krass. So, was gibt's hier noch alles? Dieser Markt war früher Mel Wonders. Wurde dann aber hierher verlegt. Weil es hier mehr Leute gibt. Das ist ziemlich viel los. Ja, alter Mann. Ich habe viele Geschwister und auch Pokémon. Da ist dieser Laden ein wahrer Lebensretter. Meine Reisen schalte ich möglichst billig. Deshalb bin ich immer so ein Häuschen, weil ich so einen Supermarkt entdecke. Was hast du Schönes da? Delursi! Bist denn du? Hey, wieder was ganz Neues. Ach, ist das nicht dieses... Nee, ist irgendwas anderes. Der macht Werbung für Kuchen, okay? Alles klar. Ich habe mir beim Einräumen der Regale ein bisschen helfen lassen. Von diesem Philurus hier? Okay. Ein Taugedieb nennt man jemanden, der lieben langen Tag faulenzt. Diese Beschreibung passt auf Fleckmann und Lamus wie die Faust aufs Auge. Doch ihnen schadet das nicht im geringsten. Im Gegenteil, sie werden dabei sogar um die Hälfte ihrer KP geheilt. Einfach mal Relaxo. Was wirbt er? Irgendwas zum Essen? Diese komischen Beeren? Mega cool. Hallo? Hi. Was ist dein Hypno? Hypno. Da steht etwas auf der Brust des Pokémon. Ich bin ein armes Hypno. Hab Mitleid mit mir. Das unheimliche Hypno starrt die unentwegt an. Ist das ein Bettler? Ich gebe mal lieber 100, damit jetzt irgendwas passiert. Und? Hypno. Alles klar. Läuft hier immer alles klar, sage ich. Nix ist klar. Was ist denn los hier? Ich will was kaufen, aber kann nix. Komm ruhig näher. Nur nicht so schüchtern. Koste unsere lesenden Bären. Heute frisch geliefert, köstliche Tamutbeeren aus der Kanto-Region. Und ich kriege es einfach ohne dafür zu zahlen, okay? Na los, probier doch mal. Leckere Beeren direkt am Feld. Fruchtig, frisch und saftig wie keine anderen. Ich will was kaufen, aber ich kann nichts kaufen. Ich will das kaufen. Goofa Kuschelkissen. Mega Sammelpreis 4000 Poké-Dollar, ich will das haben. Tukan und Sammelobjekt. 1700. Kokobai Kugelschreiber. Das will ich haben. Hey, Kokobai Kugelschreiber. Wer braucht denn sowas? Na, selbst wenn ich kann es nicht kaufen.
Okay, das wurde dasselbe Zeugs. Was haben wir hier? Da haben wir ein Regal voller Nix. Dann das ganze Zeugs. Wie kann ich hier was kaufen? In der Kasse? Ach, hier kann ich was kaufen, okay. Skurrilo-Skulptur. Eine Skulptur in Form eines wundersamen Pokémon, das in der Alola-Region seit jeher als Schutzpatron angesehen wird. Aha, okay, das kaufe ich mal. Einmal eins, das kostet auch schon 3000. Wer braucht das mal für irgendwas? Und ich bekomme 1000 Formular zurück. Perfekt. Du kannst deine Coupons beliebig oft verwenden, solange du hier bist. Wir freuen uns schon auf deinen nächsten Einkauf. Das erinnert mich ziemlich krass an die... Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt von TLC. Da gibt es ja die... Ach, wie heißt das? Couponing Extreme heißt das, glaube ich. Also in Amerika, da wo die Leute anscheinend irgendwie Milliarden Coupons gleichzeitig benutzen können. Die kaufen dann einfach irgendwas, was gerade im Sonderangebot ist. Dann nehmen sie auch einen Coupon dafür her, dann ist es die Hälfte billiger. Dann haben sie noch eins, was dann diesen Coupon den Wert verdoppelt. Dann bekommen sie dann eine Flasche umsonst und das gilt dann irgendwie für alle Produkte. Und dann bekommen die 10.000 Flaschen Limonade einfach so umsonst. Oder für fast nichts. Das ist irgendwie totaler Schwachsinn. Aber gut, in Amerika ist wohl alles ein bisschen anders. Keines gesetzlich versichert und die werden einfach mal die größten Trottel, die man wählen kann. Und ja, ist schon ein komisches Land, aber naja. Ist ja nicht mein Problem. So, was kann ich bei dir kaufen? Das sieht ein bisschen cooler aus. Kann ich bei dir Waffen kaufen oder so? Wenn man reinspaziert. Das ist zwar aus wie ein talentierter Trainer, aber du hast keinen weiten Weg vor dir. Aha! Wenn du als stärkster Trainer von der Lula wieder zu mir kommst, habe ich eine Aufgabe für dich. Interessant. Muss ich mal merken. Soll ich bei dir kaufen? Oder war ich bei dir schon? Da bekomme ich Bälle, okay. Also wir gehen schon eigentlich genug, aber ein paar Superbälle wären auch nicht schlecht. Nehmen wir noch 3 mit. Jupp, 3 Stoplare, das reicht schon. So, und noch ein bisschen Geld zurück. Super. Ne, das war's schon. Haben wir dir schon gequatscht, sexy Lady? Lady Gaga? Oh nein. Ich glaube, ich habe genug Geld zum Zahlen. Aha. Das ist schon fertig. So, dann gehe ich mal hier raus, oder? Oder kriege ich irgendwas? Wir haben keine Mühe gescheut, ohne diese einzigartige Sprunggebote zu ermöglichen. Das habe ich schon alles gehört, passt schon. Und wieder raus. Okay, das war der sagenerwobene Supermarkt hier. Oder? Was willst du? Die Art, den Trainer Pokéball wirft. Sagt viel über seinen Charakter aus. Okay, alles klar. Okay, da waren noch ein paar Kinder unterwegs. Da ist irgendwas. Ein Zigarre-Teil. Super. Einfach mal random gar gefunden. Ist hier noch irgendwas? Sind das nicht Skull, Rüpel und ein Kramucks? Das ist ein bisschen random. Aber gut, dann geht's wohl hier drin weiter. Da gehe ich mal später hin, wo Gladio reingestampft ist. Sobald ich eine Angel in den Händen halte, möchte ich die Küste nach Pokémon absuchen. Erstaunlich, wie ein einziges Item einen Menschen verändern kann. Dann versuch's eher mal mit einer Superangel, denn bei der Angel bekommt man nur ein Carpador. Das habe ich schon getestet. Wow! Magst du heute auch beim Battle Royale mit? Na klar! Beim Fahren muss man besonders auf die Umgebung achten. Es könnte jederzeit ein wildes Pokémon aus dem hohen Gras springen. Stimmt, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Aber gut, es gibt erst ab dieser Generation, sage ich mal, so richtig Autos und LKWs und so weiter. Also ich weiß nicht, wie es bei X und Y war, aber ich glaube, da gab es auch noch nicht so viele, oder? Keine Ahnung. Und die Autos sind auch ein bisschen krass groß. So im Vergleich.
Naja. Okay, mit dir waren wir schon. Dann drücke ich da mal ein bisschen was aus. Ein bisschen. Aber das sind doch Rüpel, oder? Skullrüpel. Und eins. Und. Kniebeugen sind so anstrengend. Ach doch, nicht dachte mir schon fast. Wenn der Pokémon von Statusproblemen betroffen wird, nervt das echt gewaltig. Und mit der Fähigkeit Adrenalin riecht sie dann immerhin 15% mehr Schaden an. Aha, interessant. Gut, da waren wir hier. Mit dir habe ich schon gequatscht, mit dir noch nicht. Bleib hier, bleib stehen. Wie geht's? Super. Danke für das tolle Gespräch. Habe ich dir schon gequatscht? Von dem, was wir Menschen aus dem Rüm getroffen und wegwerfen, nennen sich einige Pokémon. Ob etwas wertvoll ist oder nicht, kommt vermutlich auf die Perspektive an. Aha. So, dann. Moment, da war da hinten. Gerne, da will ich auch noch gucken. Da war dieser komische Perspektivenwechsel. Vor allem die krasse Vogelperspektive. War da irgendein Item? Ist irgendwas. Ah! Und? KP Plus. Super! Und? Mega! Gut, dann rein in die gute Stube. Battle Royale. Royale, Royale, Battle Royale im Dom Royale. Ja? Oh, was ist das? Ui, ein Makomai. Sieht das hässlich aus, ein Makomai-Luftballon. Also der ist nicht gerade schön. Aber das ist schon cool aus, das ist doch Hariyama, oder? Oder die Entwicklung davon. Das sieht cool aus. Gut, dann rein hier. Dom Royal. Cooles Symbol. Willkommen! Huch. Okay. Ich bin der Botschafter des Battle Royale. Des glorreichsten Pokémon-Kampfes überhaupt. Man nennt mich Mask Royale. Da gibt es übrigens Theorien, dass das Professor Kukui sein soll. Aber das wurde noch nicht bestätigt. Habe ich jetzt mal online gelesen bei den Easter Eggs und bei so kleinen Dings. Also gibt es angeblich das Gerücht, das wurde noch nicht irgendwie bestätigt. Ah, er sagt es auch. Professor? Eindeutig an den Spitzporter kennt man das schon. Eindeutig Professor Kukui. Oder etwa nicht? Hm. Wie gesagt, bis jetzt noch ein Gerücht. Hörst du mir denn nicht zu? Ich sagte, man nennt mich Mask Royal. El Matador. Ich bringe Tränen des Battle Royale bei. Ein Ziel des Pokémon-Kampfes, das der Generation in Alola überliefert wird. Beim Battle Royale treten vier Trainer mit jeweils drei Pokémon gegeneinander an. Sobald einer der Trainer keine kampffähigen Pokémon hat, ist der Kampf beendet. Von den verbleibenden Trainern wird derjenige zum Sieger gekürt, der die meisten Pokémon besiegt hat. Und der die meisten kampffähigen Pokémon übrig hat. Ich denke mir nur so, what the fuck? Machen wir doch einfach mal eine kleine Proberunde mit einem Pokémon. Wow, Mask Royale! Ich will auch mitmachen! Bitte! Was macht Tali da? Alles klar. Und du bist auch dabei. Und du da, der so ganz zufällig so düster mich so zeitig anguckt. Du machst auch mit. Du siehst völlig unauffällig aus. Und wir sind wir zu viert. Haha. Echt jetzt? Der kann rechnen? Oh mein Gott. Also dann. Mein Bett zu erwarten tolle Entdeckungen, fantastische Erfahrungen und ein großes Abenteuer auf dich. Der Battle Royale geht los. Autoplätze. Fertig. Kampf. Wie Claudia einfach mitgeht. Wieso geht er einfach mit? What the hell?
Wer der Klatschen ein bisschen zu schnell startet, ist bis auf den letzten Platz gefüllt und die Stimmung kocht fast über. Geil, die Tore. Und hier kommen die Kontra hinten. In der grünen Ecke, Otaku mit der Waschmaschine. Mega epic. Tali mit entwickelten Bouts. Masquerade mit Wuffels. Ach, wie süß. Und Team Skull mit diesem fetten, krassen Monster. Also, Gladio. Also dann, der Battle Royale beginnt. Und wie geht der? Oh, das leckt ein bisschen krass. Okay, jetzt haben wir immer vier Pokémon im Bild wahrscheinlich. Also wenn alle vier im Bild sind, dann leckt das ein bisschen, sorry dafür. Das leckt beim New 3DS nicht so, wir haben nur den normalen 3DS. Auch da es für den New 3DS, soweit ich weiß, gar keine Capture Card gibt zum Aufnehmen. Also bin ich auf das hier angewiesen. Aber wie kämpft man jetzt da? Das ist ein bisschen... Das ist sehr effektiv, aber gegen wen? Übertreiben wir mal ein bisschen. Ja, ich habe auch gelesen, dass die Zeckkraft, also ich kann ja hier habe ich Super Wasser Tornado und hier auch. Aber das hier ist stärker, denn die grundlegende Attacke hier, Siegewasser, hat die Stärke 80 und hier hat Blubber Stärke 40. Und das bedeutet, dass hier die Zeckkraft bei den oberen hier viel mehr Power hat. Also machen wir mal. Ich hoffe, es klappt gegen Typ 0. Ah, sehr effektiv, nicht sehr Arboretus heißt das Vieh, okay. Oh, ich schalte erstmal Typ 0 aus, das habe ich doch, da habe ich doch ein bisschen zu sehr Schuss davor. Okay, also gegen Typ 0. Mit Level 19. Okay. Krass unter Level, aber. Mal gucken, wie das so läuft im Quadrat. Aloha, hey, Wasserpower, schmeiß die Waschmaschine an und heißer Vollwaschgang, Super Wasser Tornado, nicht heißer Vollwaschgang, sehr das Siegewasser, boah, sieht so krass aus, macht fast gar keinen Schaden. Na gut, der Wurf ist jetzt sicher geschützt und jetzt was hier bleibt wahrscheinlich. Nicht gegen mich. Doch, auch gegen mich. Okay, da kriegen keine Items. Okay, okay, okay. Und sonst keine Pokémon. Hui. Ach schon, der hat gesagt, mit einem Pokémon. Das ist jetzt geil. Ich finde es auch krass, wie Claudio als eigentlicher Bösewicht einfach so mitgeht. Warum? Das wäre doch kein doch so böser Held, doch so ein Anti-Held, der dann doch später zum Guten wird. Keine Ahnung. Kassidewasser gegen Wuffel, vielleicht kann ich wenigstens eins ausschalten. Mal gucken. So, Vollwaschrang. Das sieht doch, naja, passt. Und es brennt. Na gut, da kämpft ja jeder gegen jeden. Ah, Rasierblatt. Und das trifft sich auch. Und das war's. Und Wurf ist auch okay. Waschmaschine wurde besiegt. Der Kampf ist beendet. Super. Das lief ja ganz gut. Na, jetzt dir gefallen. Beim Battle Royale kann man so viel Spaß haben. Ja, vor allem, wenn man verliert. Und das Beste ist, dass man auch gegen starke Gegner eine Chance hat. Toll, oder? Das war ein heißer Kampf. Grey Fullbuster? Nee. Sieht aber krass danach aus. Als nächstes wirst du bei meiner Prüfung ins Schwitzen kommen. Huch. Ah, Kiave! Ein Typ ist, ich dachte irgendwas wäre auch ein Mädel. Da wir zwei Prüfermädels haben.
Ich bin Kiave, der Feuerkapitän. Mit der Frisur von Lyotrio von Jokerwatch. Interessant. Ich warte im höchsten Punkt des Fehler-Vulkan-Parks auf dich. Dorthin gelangst du über Route 7. Die habe ich schon gesehen. Ich glaube, der juckt es einfach mal gar nicht, der guckt einfach weg. Wenn du deine Inselwanderschaft abschließen möchtest, bring deine stärksten Gefährten mit. Das mache ich. Otaku, Kali, wie läuft's mit euren Prüfungen? Genau, woher sollt ihr sonst von den Prüfungen wissen? Oder unseren Namen kennen? Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, gemeinsam mit euren Pokémon zu trainieren. Wow, Muskel. Woher weißt du denn, dass wir Prüfungen machen? Ach so, du musst unser Inselwanderschaftsabzeichen gesehen haben. Also, wir machen Pokémon-Kämpfe total Spaß. Warum machst du beim Battle Royale mit? Jetzt tu nicht so cool. Damit ich eins nicht vergesse. Dass Null und ich nur einander haben. Boah, das ist für so ein richtig komisch, ekelhaftes, depressives... Bah, keine Ahnung. Ah, ich hoffe, der wird sich doch noch ein bisschen ändern. Also klar, der ist schon irgendwie ganz cool, aber irgendwie nervt er schon ein kleines bisschen mit seinen ganzen, ich sag mal, blöd gesagt, emo-haften Getue. Ja, wir haben nur uns. Wir sind so einsam. Aber die Einsamkeit hat nur mich. Bla bla bla. Das nervt schon ein bisschen krass. Und erinnert mich ein bisschen krass an Sasuke und die Taschen, das Ganze, muss ich nicht haben. Denk mal positiv. Chill dein Leben. So wie ich. Immer nur blöd rumgrinsen. Das klingt hart. Das Leben macht auf jeden Fall mehr Spaß, wenn es mit allen gut versteht. Dann gelingt einem großartige Sachen. Ich kann es nicht genau sagen, warum, aber mir hat es total viel Spaß gemacht. Meine Pokémon sahen auch voll glücklich aus. So, ab zu Route 7. Aber. Wir haben ein bisschen Zeit. Erst mit ein bisschen Quatsch. Ah, du hast einen Schnuppel. Hi, Schnupp, Schnupp. Er will einen Red Bull, alles klar. Attacken wie Rasierblatt oder Windschnitt, die mehrere Ziele erfassen, verlieren beim Battle Royale einiges von ihrer Stärke. Das hat mir Professor Kugel beigebracht. Aha, ist er zufällig hier mal öfters unterwegs? Ha, wer weiß. Bist du beim Battle Royale von allen Angriffen, bist du wohl der stärkste Trainer. Aber eine defensive Strategie wird bei dieser Kampfart auch nicht dem Manns ziehen. Ich denke schon, da muss man sich ziemlich krass umdenken und andere Strategien entwickeln. Ohne Austrainer. Seit kurzem gibt es halt diesen Trainer, der im Battle Royale ununterbrochen gewinnt. Ich glaube, sein Name war Gladio. Aha. Also ist er öfters unterwegs zum Trainieren. Na nun, dein Kapsel. Was ist damit? Das ist meine Waschmaschine. Es muss noch mehr anstrengen. Ich fange doch gerade erst an mit dem Training. Sorry. Und Charaktermeister? Ich schlage vor, wir konzentrieren unsere Angriffe auf ein angeschlagenes Pokémon und greifen so lange an, bis es besiegt ist. Tolle Strategie. Macho! Macho, Macho Man. Was ist hier los? Heiße Schnitte? Hallöchen. Ob Wrestler oder Popstar ihre Kostüme wohl nur ändern, um ihr Fanartikel zu verkaufen? Es stimmt. Das wird dann aufgedreht. Omi, kauf mir eine Maske von Mask Royal. Komm schon, Ovi, ich will auch eine. Bereits das Battle Royale besteht darin, dass man hier weiß, wer fest Zeit ist. Kann ich hier rein? Willkommen im Dom Royal. Hier gilt nur ein Gesetz. Das Gesetz der Stärkeren. Kann ich unten vielleicht mal einen Rücken kämpfen? Okay, die geht schon irgendwie. Muss ich jetzt hin? 1, 2 oder 3, dann gehe ich mal zu dir. Oder ist es noch PC? 18 Pokémon rumtauschen. Okidoki. Ah, da die Zeit schon ein bisschen abläuft. Also wir haben noch ein paar Sekunden Zeit, da wird wahrscheinlich nichts mehr gehen. Ich komme schon mal mit dir.
Was kann man denn machen? Willkommen! Jetzt deine Gewinnpunkte gegen Preise eintauschen. Habe ich schon Gewinnpunkte? Ich glaube eher nicht, aber ich guck mal. Gewinnpunkte 0. Was gibt's hier? Ach, diese Dinger, die bestimmte Werte erhöhen, andere wieder steigen. Erhöht nach dem Kampf die maximale KP, senkt aber die Initiative und so weiter. Und das macht den Entwicklungsstopp der Ewigstein. Brauche ich nicht. Was kriege ich bei dir? Andere Sachen. Ui. Die krassen Sachen. Fähigkeitskapsel. Dass er verschiedene Fähigkeiten haben kann, wird seine aktuelle Fähigkeit mit der anderen ausgewechselt. Aha, keine Ahnung. Also weil es gibt ja Pokémon mit einer Fähigkeit und welche mit zwei. Und dann noch die versteckten Fähigkeiten, die man sich meistens anzüchten kann. Angeblich. So, und bei dir kann ich teilnehmen. Was kann ich bei dir? Willkommen. Was hast du Schönes? Ui. Expertengut. Versteckt sehr viel Tier Attacken. Das ist schon cool. 48 GP. Was gibt es hier noch alles? Aha. Ich hoffe, wir müssen kenne ich sogar noch ein bisschen. Metronom kenne ich noch. Versteckte Attacke, die öfter sie in Folge ausgeführt wird. Genauigkeitsbremse. Aha. Ziemlich cool. Also schon ein bisschen Box in der Runde zu machen. Okay, das machen wir dann im nächsten Part. Und dann geht's los auf Route Nummer 7 Richtung Vulkanpark. Was wird mega cool. Gut, dann bin ich mit Partner einfach mal hier zwischen den Fäusten hier. Und ja, bis weiter geht's hier im Battle Royale, wie die erste richtige Runde läuft. Und was alles in Richtung Wieler Vulkanpark erleben, das sehen wir dann im nächsten Part. Also, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.